Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Arena Renovation. Wir haben den Raum hier das letzte Mal gemacht. Die Pflanzen habe ich noch ergänzt, dann, nachdem ich den letzten Part eben abgeschlossen habe, weil ich mir dachte, das schaut sonst so kahl aus. Bilder bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich jetzt wirklich irgendwo hinhänge. Die Wände schauen nackig aus, kann ich aber leider nicht ändern. Ich kann ja nur mit dem arbeiten, was mir auch zur Verfügung steht. Naja, was soll's, ne? So, wir müssen, oder besser gesagt, wir haben angefangen, dass wir hier diese Linien machen. Und das ist ja einiges wahrscheinlich, was wir hier ergänzen müssen. Wird es hier irgendwo 29 sind es insgesamt, 29 Linien. Ich würde bitte erst gerne die hier machen wollen. Laufen nämlich da einmal außen rum. Das ist, glaube ich, da der komplette Strafraum, ne? Jawohl. Mal gucken, ob ich was vergesse. Jetzt haben wir schon mal 17, 18. So, jetzt sind es da nur noch 10 Stück. Halt. Und so schnell geht es dann, ne? Dann ist so ein kleines, bibberles Ding. Und dann dauert es. Okay, und das müssten jetzt die letzten 5 sein. So. Und den Boden verlege ich natürlich unter der Zeichnung. Das ist ja ganz klar, ne? Ich muss natürlich erst die Zeichnung machen und dann den Boden. Wenn ich den Boden hier überhaupt machen soll, ne? Ist die nächste Sache. Gucken wir doch mal. Hier, Boden, jawohl. Und hier brauchen wir auf jeden Fall irgendwie einen Hallenboden. Also da sind wir hier in der Kategorie Holzböden schon mal ganz gut. Aber wenn, dann wahrscheinlich eher so, probieren wir halt einmal den dunklen aus. Schaut edel aus, ha? Dann machen wir das mal hier bei dem 7 Meter. Gucken wir mal noch die andere Farbe an, die wir da auch noch haben. Ja, irgendwie ist der hellere Boden besser, finde ich. Machen wir mal ein paar Flecken hier, dass wir das einmal auf einer größeren Fläche sehen. Geht auch relativ schnell durch das, dass ich fast schon durchlaufen kann. So, da. Wir können ja, glaube ich, den Hammer sogar nochmal skillen und dann geht das Ganze ja nochmal schneller. Ja. Das sieht doch nice aus, oder? Das kann man auf jeden Fall lassen, denke ich. Mich interessiert es mal mit den Bänken. Es waren ja vorher Bänke hier drin gestanden, ob wir die dann auch wieder hinstellen können. Ups. Und die Kamera springt manchmal. Das habe ich aber in manchen Spielen, ne, dass dann wirklich da so ein Ladesatz ist, wo es mir ganz kurz ruckelt. Das ist hauptsächlich natürlich immer an den Stellen, wo dann das Spiel mal speichert. Aber trotzdem, sowas hast du eigentlich, sollte man eigentlich nicht unbedingt haben. So und so. Damit haben wir die Halle tatsächlich auch schon fertig. Wow. Okay, also noch nicht ganz, weil da oben fehlt ja noch. Aber das machen wir jetzt, würde ich sagen. Werkzeuge. Und zwar brauche ich da... Für was habe ich eigentlich das Gerüstbrett? Gerüst 5, Qualität. Ist es größer? Ist es auf jeden Fall... Aber ist es ohne Leiter, ne? Ach, da kann ich mehrere Gerüste quasi hinstellen. Ich kann jetzt halt mir hier, dass ich dann nicht immer runter muss und das Ding verschieben... ja, schau mal, dass du es gerade hinkriegst. Gerade ist das nicht. Das ist gerade. Okay, gehen wir mal nach da vorne. Schauen wir mal.
Da fehlt mir jetzt die Leiter. Irgendwie. Ach, da ist da unten gar keine Leiter drin. Das da brauche ich, ne? Das Gerüst brauche ich. Oh Mann. Und das snappt da dran, oder wie? Nee, dran snappen tut's nicht. Moment, so ist es gerade, ne? Moment, X. Na gut, jetzt wenn ich das zweite schon da habe, ne? Dann könnte ich das natürlich schon mit einsetzen. So, gehen wir mal hier vor. Und dann setzen wir das einfach mal da dran. So. Dann gucken wir mal. Ja, ich glaube, das ist schon sinnvoll. Kann ich da einfach so drüber laufen? Ja. Okay, wir schnappen uns mal die Kelle. Gucken wir mal, bis wohin wir kommen. Weil ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie mehrere Gestelle oder was kaufen müssen. Wir werden einfach... Ah, die Decke können wir auch machen. Das ist gut. Wir werden das einfach verschieben. Wir machen jetzt quasi den Teil, wo wir hinkommen. Und das ist ja jetzt nicht wenig. Bei der Decke wird es nur ein bisschen schwierig werden, weil da komme ich nicht so ganz hin. Schade. Aber gut, man kann auf jeden Fall schon mal einiges hier fertig machen. Naja, gucken wir mal. Vielleicht kaufe ich ja doch noch ein paar Gerüste, aber das ist halt Geld, ne? Und wenn ich die Dinger verkaufe, wo habe ich denn meinen Verkaufsscanner? Dann kriege ich da gerade mal 160 dafür und da gerade mal 80 dafür, ne? Und ich habe ja hier 200 gezahlt und da 100, also ich habe dann immer einen Verlust und von daher würde ich das nicht machen. Wir gucken lieber, dass wir mal hier stimmt, ich muss das ja kellen, das Ganze. Komme ich jetzt da hin oder nicht? Jetzt falle ich gleich runter. Ah, ich komme gerade so hin. Knapp, aber ich komme hin. Yes! Schaffe ich das da auch? Ah, wahrscheinlich nicht, ne? Da werde ich dann gleich runterfallen. Yes! Doch. Passt. Aber da... Nee, ich strecke mich zwar, aber... Jetzt doch. Aber der ist zu weit weg, ne? Und... Tschu! Okay. Aber ein großes Stück konnte ich schon machen, ne? Das ist ja schon mal nice. Dann können wir nämlich, wenn das Gestell schon da steht, können wir natürlich auch gleich gucken, dass wir es vielleicht streichen. Jetzt ist dann nur die Frage, machen wir das eher dunkel oder machen wir es lieber hell, ne? Eine dunkle Farbe, es drückt halt schon sehr, ne? Das drückt schon. Das ist ein bisschen schade, dass... Ich meine, wir haben eine andere Wandfarbe als eine Deckenfarbe, ne? Das ist ja auch klar. Aber doch, das ich denke, das passt schon. Haben wir schon? Schau mal, wie weit du vorkommst. Oh Mann, ich hab's doch vorhin erwischt. Ja. Gut, weil dann haben wir das nämlich schon mal. Mal schauen, wie weit ich da komme. Yes, danke. Also ich muss gucken, dass ich da immer ein bisschen näher ranstelle. Nicht runterfallen. Jawohl, damit haben wir... Yes, damit haben wir den Teil ja echt schon fertig. So, machen wir noch die zwei Wände.
Dann machen wir hier in dem oberen Bereich wirklich so eine dunkle Farbe. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ja. Das passt schon. Das passt schon. Aber dass man jetzt sowas machen kann, auch wie die Lampen und sowas, ne? Also austauschen. Weil Lampen oder so habe ich jetzt noch nicht gesehen. Okay, dann rutschen wir mal weiter mit unserem Gerüst. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier irgendwie vielleicht hier so ein bisschen in die Mitte kommen von der Säule. Ach, Moment. Ich muss das so machen, dass ich das wirklich vor mir stehen habe. Okay. Wir gehen aber auch ein bisschen weg von der Wand. Wir gehen mal bis zu der Linie. Gucken wir mal, ob wir da noch hinkommen an die Wand. Locker. Wir kommen da locker hin. Wie weit können wir denn gehen? Da wären wir, dann könnten wir die zwei machen. Das heißt, wir können das Gestell noch mal ein kleines Stück weiter schieben. Warum läufst du eigentlich da runter? Du kannst auch runterspringen. So, wir gehen also... Ja, es wird schon passen. Wir gehen jetzt ungefähr dahin. Und dann holen wir mal das Gestell noch. Da können wir auch ein bisschen drüber hopsen vielleicht, ne? Oder vielleicht ein Brett noch drüber legen. Gucken wir mal. Ja, das ist echt blöd mit der Kante. Warte mal, wir können ja rennen und springen. Hupsa. Wir können aber weit springen. Also ohne Anlauf ist das eine ideale Weite. Mit Anlauf können wir das Gestell sogar noch ein bisschen weiter wegschieben. Ui, ups. Ah, vielleicht schaffen wir es sogar bis zur Hälfte. Das wäre nice. So, und mit Anlauf hier hoch und Sprung. Yes, das schaffen wir auf jeden Fall. Das ist cool. Das ist cool. Okay. Einmal die Mrs. Kelle in die Hand nehmen. So, da komme ich halt jetzt nicht hin. Das muss ich dann halt nochmal separat machen. Aber wir können tatsächlich die vier Teile hier machen. So, Anlauf und Sprung. Jawohl, das ist gut. So, das wäre es jetzt gewesen, wenn ich da nicht rangekommen wäre. Ah, ich komme aber an das Ding nicht ran. Okay, da muss ich dann halt nochmal separat. Verdammt. Oh, kann ich da über den Korb? Ey, ich kann auf den Korb drauf. Ja, dann warte mal, dann streich dich mal gleich. Schmier, schmier. Tropf, tropf. So. Da wieder draufspringen. Ganz elegant. So. Noch ein bisschen? Danke. Ja, das ist natürlich dann die... Naja, gut, das passt schon. Das passt schon. So, dann können wir unsere Decke gleich noch machen. Zum Glück sieht man es ein bisschen den Unterschied, ne? Und da vorne ist ja noch die zwei. Was war denn das jetzt bitte? Das war wieder der Speicher. Jetzt. Jetzt hat's gepasst. Okay. Frag mich bloß, dieses Gestell hat nur da eine Leiter, ne? Wie soll man da bitte auf die erste Ebene kommen? So, ihr müsst wahrscheinlich weg. Falsches Werkzeug, ja, denke ich mir. Und? Ah, oh, fast ein Tor. Okay, haben wir hier alles? Wir haben alles gestrichen, wir haben verputzt.
dann brauchen wir da auch nicht mehr her. Was ist jetzt eigentlich mit den Lampen? Da komme ich jetzt nicht ran, ne? Aber warte mal, wir kommen an die Lampe hier ran. Nein, tatsächlich. Die müssen wir auch wegmachen. Ja, ich meine, das sind ja hässliche Dinger, ne? Das stimmt schon. Ui, das stimmt schon. Ein bisschen drüber noch. Ich sehe schon, ich muss wahrscheinlich das... Ja, da muss ich noch ein paar Mal... Ich denke, dass ich das... Naja. Okay. Habe ich da noch was an den Wänden? Nee. Also das da oben habe ich jetzt halt fertig. Die Decke habe ich soweit fertig, bis auf das Stück. Ja. Das passt. Dann nehme ich mir jetzt einfach mal die Leiter. Dann gehen wir da jetzt nochmal hoch. Die Lampen haben wir ja weg, ne? Ist da vorne hin. Dann mache ich jetzt das Teil hier nochmal schnell. Und bei den anderen versuche ich dann halt wieder so viel wie möglich zu erwischen. Also, bitte einmal Kelle. Dann bitte einmal Pinsel. Dann bitte einmal Hand. Ist mir jetzt egal, wenn ich da noch einen Beutel habe. Yes, 1 zu 0. Cool. Dann haben wir das Eck auf je... Oh. Ja, das wäre jetzt dann natürlich besser gewesen. Hätte ich dann beide gleich gehabt, ne? Aber okay. Jawohl. Ihr gehört da eh raus. Nochmal B drücken. Wir haben hier nichts mehr sonst. Okay, gut. Dann können wir mal weiter rutschen. Schauen wir mal, was wir da hinten schaffen. Ich denke, da können wir sogar alles ganz gut erreichen. Wir gehen jetzt mal hier ein Stück weg. Ich denke nämlich, das geht noch. Ja, auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall. Das da müssen wir sowieso separat machen. Wir kommen dahin, dahin, dahin. Machen wir halt gleich, wenn ich eh schon da bin, oder? Da kommen wir auf jeden Fall hin. Und wenn ich das andere Gestell da noch dran mache, dann schaffen wir das auch mit dem Streichen da hinten noch ganz gut. So, wir kommen dahin und dorthin. Und die schaffen wir auch noch locker. Okay, dann stehe ich jetzt halt wirklich ideal, würde ich sagen. So, aber ich muss jetzt... Glaube ich, nicht, doch wegen dem Gestell sollte ich runter, dass ich das alles gleich streichen kann. So, bitte einmal die Hand. Der Drehpunkt ist etwas seltsam gemacht. So. Passt. Da oben habe ich ja auch noch Lampen, wobei ich an die nicht rankomme, ne? Komm, schmeiß den da hinten hin. Wir haben noch so viel Müll zum Wegräumen. Oh, da könnte ich ja auch probieren. Ja, geht. Auch unten drunter kann ich springen. Das ist gut. So, wir schnappen uns den Pinsel. Dann haben wir das da. Wir haben das da. Wir können die... Die haben wir schon gestrichen. Das ist gut. Die noch nicht. Okay. Einmal rüber. Hallo? Jetzt. Hat es jetzt gezählt oder nicht? Ja, es hat gezählt. Okay. Bisschen vor. Na, da komme ich nicht hin. Da komme ich nicht ran.
Jawohl. Dann müssten wir hier alles haben. Die Lampen hängen natürlich noch, das ist klar. Das müssen wir dann beim nächsten Standort dann probieren. So, wir wollen ja diesmal auch das Ding hier mit erwischen. Von daher würde ich sagen, wir stellen uns mal dahin. Na, kommt der grün, Mensch. So weit kann ich jetzt auch wieder nicht weg. Ja. Das geht. Und kann ich die Fläche auch noch machen? Jo. Nice. Deckemäßig. Okay, kommen wir sogar gerade noch so hin. Und dann nehmen wir uns den Müllbeutel mit hoch, dass wir hier die Lampen noch wegmachen können. Und ansonsten das andere ist. Das heißt, wir brauchen da gar nicht mehr groß machen hier. Groß rummachen mit den Gerüsten. Jawohl. Und die zwei noch, ne? Einmal das und das. Und dann habe ich hier oben das alles weg. Okay, dann schauen wir mal, ob wir jetzt die Lampen noch uns schnappen können. Anderes Werkzeug. Yes, danke. Weil da gehe ich jetzt nicht mehr extra runter wegen dem Müllbeutel. Wenn ich da jetzt so hinkomme, dann passt es schon. An die komme ich natürlich nicht dran, aber das ist, da mache ich dann einfach mal einen kurzen Zwischenstopp mit dem Gerüst. Weil das ist anscheinend die letzte, oder? Ist da noch eine Lampe irgendwo? Nee. Und hier drüben hängen auch keine. Da ist nur zum Streichen auch. Okay, dann nehmen wir jetzt aber nur das Gestell schnell, machen mal ganz kurz The Lamp weg. Halt. Ist wenigstens schön, ne? Zum Hochlaufen, nicht mit Leitern. So, passt. Und dann sollten wir es haben. Yes, aber voll in die Ecke. Gut. Wir haben da noch die zwei Säulen. Da ist die Frage, ob ich rankomme. Da darf ich jetzt wahrscheinlich nicht so weit weg, ne? Probieren wir es mal. Moment. Achso, die habe ich ja schon. Moment, mal mit Pinsel. Okay, ich glaube nicht, dass ich da wirklich rankomme. So weit wollte ich es aber auch nicht schieben. Ich muss ja noch an die Säule rankommen. Ich denke, so geht's. Na, willst du jetzt da hoch oder was? Hallo? Hallo? Jetzt. Ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Okay. Wir machen mal ganz kurz dieses Ding da. Dann habe ich das weg. Mache ich gleich dich und dich. Und gleich noch streichen. So, dann haben wir das weg. Und das sollte ich erreichen. So, das ist eigentlich ein... wie soll ich sagen? Das ist eigentlich nur ein Gerüst herumgeschiebe. Hier in der Halle. Hoffentlich vergesse ich nichts.
So, wir können ja ein bestimmtes Stück weit springen, was wir uns zum Vorteil nutzen. Okay, Kelle bitte. Jawohl. Wir kommen überall hin. Wir kommen auch an der Decke hin. Yes. Gut, dann einmal Anlauf und Sprung. Ups. Ja, da dachte ich jetzt, ich renne drüber raus. Deswegen die Vollbremsung reingehauen nach hinten. Okay, dann haben wir hier. Und da. Yes, und dann haben wir doch schon so weit. Ist doch cool. So, dann gleich Pinsel ausrüsten. Hätte ich eigentlich drüben auch gleich machen können, ne? Seid ihr jetzt? Ja, ihr seid aber da drüben noch nicht. Natürlich gleich nochmal die Kontrolle. Jawohl, das passt. Und da müssen wir noch alles klar. So. Damit sind es dann die Dark Knights, nicht mehr die Wind Knights. So. Decke irgendwo was. Ja, halt noch das letzte Eck. Okay, passt. Ja, lieber einmal umschauen, ne, und dich stelle ich jetzt nur mal hier auf die Seite. Moment, ich drehe dich mal um, dass ich es besser sehe. Ich glaube, wir haben ja nur noch das. Also das sollten wir mit dem Gestell eigentlich hinbekommen. Oh ja, machen wir es mal so. Und dann haben wir ja noch das andere Gestell. Das können wir uns hier noch querstellen. Dann können wir nämlich da oben auch noch an die eine Säule ran. So. Tauch doch. Renoviere, um Arena-Fortschritte zu erzielen. Warum kommt eigentlich diese Meldung immer wieder? Level 12. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben jetzt 65 Fähigkeitenpunkte. Cool. So, und da hinten sind die letzten Wände, wo ich auch hoffentlich noch hinkomme. Ansonsten von dem Gestell hier. So, und Decke sind dann auch nur noch diese zwei hier. Cool. So, hol deinen Pinsel raus. Kommst du da nicht ran? Nicht runterfallen. Achso, da ist die Treppe. Deswegen. So. Dann dich noch. Dann sollten wir die Decke fertig haben. Ups. Die Wände vergessen, ne? Jawohl. Yes. Und damit müssten wir jetzt wirklich oben alles fertig haben. Wir machen mal den Rundumblick nochmal. Nein, haben wir nicht. Ich habe da was vergessen. Wobei ich ja da noch rankomme, ne? Wie konntest du das vergessen? Zu streichen. Vor allem, das sieht man ja den Unterschied, ne? Da jetzt nicht unbedingt, aber
So. Jetzt aber, oder? Gut. Gut, gut. Die Gestelle lasse ich natürlich trotzdem noch erst einmal da, bevor ich die wieder wegverkaufe. Die stellen wir jetzt halt einfach mal hier in die Mitte rein, dass wir da ringsrum laufen können. So. Weg damit. So, und die Hallenwände. Also zum einen würde ich ja gerne bei der Tür, bei den Ausgängen vielleicht irgendwie andere Farbe nehmen. Was nehmen wir denn da bei den Ausgängen? Wir machen da grün. Bei den Ausgängen machen wir grün. Es ist halt nicht ganz mittig, die Tür. Hier auch nicht. Ja, oder wir machen halt auch die Säulen hier mit grün. Soll ja eigentlich nur den Hinweis geben, hier geht's raus. Wenn das Spiel so schlecht ist und ihr flüchten wollt, dann könnt ihr hier rausrennen. Ja, why not? So, hier hinten wäre dann im Grunde das gleiche auch nochmal. Zumindest diese Tür eben. Und bei den Umkleidekabinen, was machen wir denn da? Wir können einmal schwarz machen für die Heimmannschaft. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Seitenregel gibt. Links ist immer heim, rechts ist immer auswärts. Keine Ahnung. So, und hier machen wir, ups, die Gastmannschaft in Rot. So, und den Rest der Halle machen wir dann in einem hellen Ton oder schon, oder? Dann nehmen wir jetzt dann einfach die Weiß. Da nehmen wir einfach der Weiße. Hier schaut es jetzt rosa aus oder Aprikofarben schaut es hier aus, ne? Errungenschaft freigeschaltet, Brush Specialist. Okay, nur weil ich ein paar Wände gestrichen habe. Was hat denn das mit Brush zu tun, mit der Bürste? Achso, Bürstenspezialist bin ich. Ich bin Meister im Bürsten. Ja, ich möchte heute auf jeden Fall die Halle hier noch soweit fertig kriegen. Also zumindest von den Farben her. Oh, hier knallt plötzlich das Licht rein. Es wird Tag. Schon die ganze Nacht hier unterwegs. So, wir sind bei 95%. Dann ist es eigentlich nur noch Sis Vent hier. Und dann sind wir Finish. Und die letzten vier. Ne. Nochmal so viele. Ah, jetzt. Jetzt sind wir am Ende. Jawohl, und damit sind wir 100-100. Ja, und ich finde es ganz okay. Oh, ich finde es ganz okay, muss ich sagen. Dann können wir... nein, wir machen das nächste Mal weiter. Wir sind schon über eine halbe Stunde. Super, ich freue mich drauf, hier weiterzumachen. Ich hoffe, euch hat das heute gefallen. Lasst mir doch gerne ein Like da. Kommentiert gerne den Part hier. Und ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.